Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Ich habe mir jetzt gedacht, ich mache jetzt doch noch die anderen Herausforderungen, da habe ich das nämlich erstmal hinter mir. Da ist der ganze Zählbereich nämlich fertig. Und ja. So, jetzt nehmen wir mal ein paar andere Leute, würde ich mal sagen. Wir nehmen mal Asuma. Killer Bee. Und wie immer zur Sicherheit Kakashi. Dass ich ja nicht nochmal alles machen muss. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt fertig. Haben wir es hinter uns. Dann bin ich mit 30 Parts erstmal im C-Bereich fertig. Boah, ey. Asuma, Killer Bee, Kakashi. Ich sag ja, das wird noch ein langes Let's Play. Und ich merke langsam immer mehr, dass es weniger geschaut wird. Was mich jetzt auch nicht sonderlich wundert. Es wird nämlich einfach nicht mehr spannender. Und ich glaube auch, ich weiß noch nicht, ich bin gerade noch bei dem Link. Ich bin kurz davor, ob ich nicht nur noch Rang S und S Plus machen sollte. Und vielleicht dann das Let's Play beende. Und ein neues dann starten soll. Ich überlege noch. Schauen wir mal. Schreibt mal in den Kommentaren. Dafür tue ich diesmal wirklich nicht schreiben, dass ihr wieder was sagen sollt irgendwo im Ende des Partes, sondern wirklich, schreibt mal bitte, wollt ihr das wirklich noch sehen? Interessiert euch das noch arg? Und so weiter. Dass ich mal sehe, wie viele Zuschauer noch mindestens bleiben. Und wenn es nur 6 Leute sind, dann bin ich mindestens damit zufrieden. Hauptsache, ich habe Leute, die kommentieren, weil sie das noch angucken wollen. Und ja. So. Jetzt geht's ab. Was? Asuma macht jetzt sogar so Slash wie dann so. Okay. Krass. Okay. Krass. Ja, Tenten, das musste sein. Okay. Boah, Asuma war ja jetzt gar nicht so schlecht. Oder? So, dann gehen wir mal auf die Killer Bee. Killer Bee. Killer Bee. Killer Bee. Let the battle begin. Das fängt ja super an. Ja, das fängt das super an. Achso, stimmt, ich habe ja Killer Bee. Ich wollte jetzt gerade das Feuerball-Jutsu machen, deswegen habe ich mich gerade gewundert. Beziehungsweise dieses Rauch-Jutsu von Asuma wollte ich gerade machen. Ja, fick dich, komm mal raus. Ah, da haben wir es ja. Und was kann er doch? Ah. Okay, nicht schlecht. Alle erwischt sogar. Nein. Wo ist? Oh, jetzt habe ich Gaara erwischt. Toll. Den einzigen Charakter, den ich auch locker kurz so mal kaputt machen hätte können. Ich wollte eigentlich schicken. Eigentlich wollte ich den, Suigetsu. Ich wollte schon Shikamaru sagen. Ah, scheiß drauf. Kisame, fick dich. Aber die zwei mögen sich ja sowieso nicht getabieren, Kisame. Lol, das hab ich nicht mal erwischt. Die haben aber auch die Lines geändert, also die Ding. Das was sie sagen, normalerweise macht er immer irgendwas mit World to the Killer Bee, wenn ich packe.
Das hat er jetzt auch nicht mehr gesagt. Oh, Conan. Conan hat noch viele Punkte. Müssen wir ändern. Let the battle begin. Dauri, gib mir nicht auf den Sack. Ja, so wollen wir das haben. Genau. So wollen wir das haben. Ja, ja, genau, genau so will ich das sehen, Leute. So will ich das sehen. Ja, danke, Nagato. Du bist auch immer für deine Braut, ey. Sehr gerne. Da. Wieso? Kakashi, wieso düst du? Alter, Kakashi. Alter, das ist doch so eine Verarsche. Ich krieg da gleich echt voll die Krise. Weil das jetzt mal gar nicht so geklappt hat, wie ich wollte. Weil der zu zicken musste. Ja, Nagato. Hau ab. So, jetzt sind es nur noch die zwei. Und Feuerball-Jutsu. Und jetzt mal Wind-Jutsu. Egal. Gewonnen. Mann, war das nervtötend jetzt gerade. Mann, ich wollte das Ulti haben. Egal, die Qualifikation haben wir geschafft. Die Herausforderung meine ich. Was für Qualifikation? Die Herausforderung haben wir jetzt geschafft. Machen wir gleich die nächsten zwei. Umso schneller wir das hinter uns haben, umso besser, Leute. Umso besser. Kann nicht in irgendeinem Bereich Herausforderung nur Einkampf sein? Das wäre richtig nice. Immer diese drei Kämpfe, das kotzt mich so an. So, Runde 5. Und dann noch Runde 6. So. Wir nehmen mal den zweiten Hokage. Wir nehmen mal Gaara. Und wir nehmen mal. Oh, nehmen wir mal Sasuke wieder. Ja, nehmen wir Kirin Sasuke. So. Wollte mal was anderes haben. Außerdem habe ich jetzt einen Grund, den zweiten Hokage als Pump mehr reinzutun. Wenn ich es nicht wieder vergesse, bis dahin. Den nehmen wir auch gleich. Wir lassen gleich mal die Reihenfolge. Ist egal. Ah, in der ersten Gruppe sind alle Rothaaren, hä? Scheiße, hätte ich dachte dann nur. Na, gibt's noch einen Rothaarigen? Habe ich jemand vergessen? Ja, Kushina. Kushina hätte ich nehmen können. Feindliche Angriffe vergiften. Ja, danke. Achso, aber es geht für jeden mindestens. Achso, Sasori ist schon noch drauf gewesen. Aua. Ach, Nagato, fick dich doch einfach. Aha. Okay, wen wollen wir loswerden? Ich denke mal die scheiß Marionettenfatze, weil die einfach hasse. Du kleine feige Sau.
Geht doch. Verpiss dich, Sasori. Bist du tot? Ja, du bist tot. Verpiss dich hier. Ja, na gerade, wir wissen, du hast es drauf, aber ist uns egal gerade. Ja, Mann. Einfach beide. Das Beste. Lol, jetzt hab ich Nagato noch im Schuss erwischt. Wieso hab ich jetzt Kushina nicht erwischt? Karin meine ich. Ah, ich hab doch noch gepackt. Das Packen hätte man ruhig noch zu Ende machen können. Egal. Jetzt gibt's Sand in die Augen mit Gaara. Der Kase Kage. Let the battle begin. Oh, war so ausgerechnet geil, Alter. Ja, nein. Und tschüss. Ah, jemand hat die Dinge genommen. Die Schienen. Ach, Mann, geil. Ah, okay. Ja, danke. Du Pisser. Ey, Mann. Genervt. Ja, jetzt habe ich geil doch noch erwischt. Pyramiden-Death. Der lebt noch. Okay. Machen wir mal ein bisschen das Jutsu. Ja, okay, lief doch gar nicht so schlecht. So, Sasuke-Time. Ach Gott, Leute, bin ich froh, wenn ich die Herausforderung mal hinter mir habe. Ich hasse das, das ist total nervtötend. Aua. Ja, da war einer schon wieder schneller als ich. Ja, danke schön, danke schön, danke schön. Ja, man, fickt euch doch alle. Alter, da wirst du voll gespammt von allen Richtungen. Ja, das ist richtig geil. Ich konnte auch nichts machen wegen dieses scheiß Blockadentricksteil. Wieso kriegt das eigentlich nur ich? Nee, okay, ich hab's auch bekommen. Kann ich schon wieder kein Chakra einsetzen. Oh, nervtöten. Wisst ihr, guck mal, die zwei Nutten hier kommen die ganze Zeit im Nahkampf und nerven mich und tenten die dumme Fotze da hinten. Kann ich nicht mal attackieren, weil ich verdammt nochmal kein Fireball-Jutsu einsetzen konnte. Weil man mir die Schecker gesperrt hat. Nervtötend. Einfach nur nervtötend. Ja, egal, wir haben es geschafft. So.
Letzte Herausforderung. Dann bin ich mit dem Part auch wieder fertig. Und dann lege ich mich aufs Ohr. Und gehe ich pennen. Ja. Ich denke mal, dass ich jetzt dann im Laufe der nächsten Woche Yoshi eigentlich hochladen werde. Alle Parts. Und mich dann erstmal nur noch auf Final Fantasy und Naruto konzentrieren werde. Ich habe ja sowieso gesagt, dass ich Final Fantasy 13, Final Fantasy 10-2 nicht perfektionieren werde. Ich werde es nur durchzocken. Da, wobei ich auch bei überlegen bin, das abzubrechen. Nee, ich wollte eh alle Final Fantasies mal Let's Play. Das ist Blödsinn, wenn ich das abbreche. Höchstens vielleicht pausiere. Das habe ich aber eh schon passiert. Nee, ist auch egal. Ja, wir nehmen mal. Hab schon lange keine Route mehr gehabt. Wo ist eigentlich der Naruto mit? Mit Sasuke seiner Klamotten. Wieso ist denn der nicht dabei? Sasuke sein habe ich doch. Nee. Den kann ich ja gar nicht auswählen. Lol. Okay. Ach, wen nehmen wir? Roshi. Den hatten wir noch nicht. Doch, den hatten wir auch schon. Ist auch egal. Der zweite Mitsukage. Ja, und nehmen wir einfach Nagato. Sehe jetzt die letzte Herausforderung, endlich mal in diesen Scheißbereich. Dann müssen wir nie wieder in diesen Bereich gehen. Ja, okay, außer noch die eine Mission mit Orochimaru. Nehmen wir den Mitsukage, dann Roshi und den Nagato. Die Mission mit Orochimaru müssen wir noch machen hier. Dann bekommen wir Orochimaru, Kimimaro, Kaputo, Kaputo Eremiten, Kaputo mit der Scheißkapuze. Was kann der eigentlich? Den habe ich noch gar nie genommen. Oh, der kann ja in einen normalen Nahkampf angehen. What the fuck? Ich weiß nicht wieso, aber er erinnert mich irgendwie ein bisschen an Hidan. Okay, der Ober-Pro-Charakter ist zwar vielleicht nicht. Ah. Oh, Daidara, ja, Mann. Du wärst perfekt. Boah, Alter. Touchdown, das gab nie. Riesenmuschel-Genjutsu. Tschüss, Alter. Nervensäge. Alter, der kann Taiyu zu uns spam. What? Okay. Gut zu wissen. Stop. Rush the time. Let the battle begin. Oh, manchmal hasse ich es einfach nur. Und ah, ich liebe es. I won't let you
Diese Wand ist so geil eigentlich. Aber wenn man einen parkt. Beispielsweise, wir packen jetzt Haku, wenn ich das mal schaffe. Und ich hau ihn auf jeden Fall gegen die Wand. Und der fliegt dann wieder zurück. Ich finde es voll cool. Aber ich will Konanomaru loswerden. Ja, okay, oder auch nicht. Yugo? Yugo! Oh, okay. Wen habe ich jetzt erwischt? Haku. Obwohl ich. Ja, man, mach ihn nieder. So, jetzt kriegt er noch eine Magma-Bombe in die Fresse. What the fuck? Was war das? Ja, danke. Jetzt aber. Komm. Okay, Haku ist mindestens weg. So. Jetzt kommen wir zum letzten Kampf. Boah, wir kommen zum letzten Kampf und das ist eine scheiß Herausforderung. Gott sei Dank. Dann heißt es Bye-Bye. Oh, wie ich das hasse einfach nur. Shino halt. Oh, Mighty Push. Cool, und trotzdem erwischt mich. Egal. Her damit. Mikrofone. Ist der dann auch noch Hand zum Mikrofone? Ist das Allerschlimmste. Shino, Alter. Shino. Ja, danke. Immerhin Hand so erwischt. Pisser. So. Du Pissnecke. Ja. Scheiß Shino. Ja, Leute. Da haben wir jetzt die Herausforderung eigentlich geschafft. Ich krieg eine Trophäe auch dafür. C-Bereich fertig. Kriege ich meine verdammte Trophäe. Ja, danke schön. So, C-Bereich ist fertig. BAS noch. BAS noch. Voll der Schrott, ey. Ich hoffe, die haben sich da was Kreatives ausgedacht bei den anderen Rängen. Ich krieg nämlich langsam das Kotzen. Naja, immerhin kommen jetzt erstmal wieder Missionen. Die Missionen gehen ja mindestens, weil da kommen auch wieder normale Kämpfe. Auch einer der Gründe, wieso ich so viele Online-Parts mache. Weil ich dann noch normal kämpfen kann. Ich freue mich schon auf die nächste Teilnahme. Du kannst mich kreuzweise. So, wir haben wieder eine Menge Medaillen bekommen. Ich gehe kurz noch shoppen. Weil ich glaube, dann sind wir alle Medaillen dann auch gleich wieder los. Und wir haben dann im Prinzip auch alles gekauft, was Medaillen braucht. Glaube ich zumindest. Ja, den Rest kann ich nicht kaufen. Ja, okay. Das war's dann, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Part. Dann fangen wir mal mit der Mission im B-Bereich. Ciao!